Für alle Norddeutschen jetzt mal die kurze Erinnerung. Heute ist Weiberfastnacht. Narren und Jecken in den rheinischen Karnevalshochburgen, die haben das natürlich nicht vergessen. Ganz im Gegenteil, die feiern heute den Beginn des Straßenkarnevals. Um 11.11 Uhr hat unter anderem in Köln, Düsseldorf und Mainz die Hochphase des Karnevals mit der Weiberfastnacht begonnen. Und traditionell wurden vielerorts die Rathäuser durch Karnevalsvereine gestürmt. Es ist das erste Mal seit 2 Jahren, dass es wieder Karneval ohne Corona-Einschränkungen gibt. Und wir schalten da natürlich hin. Tim Kirschsieper ist uns jetzt zugeschaltet und wie man sieht auch dem Anlass entsprechend gekleidet. Tim, bei uns im Norden würde man jetzt sagen Hallo, bei euch sagt man Hello, oder? Hello ist richtig und hier muss natürlich auch niemand daran erinnern, dass Karneval ist oder Mente Fasenacht, wie es hier heißt. Da kommen die Närrinnen und Narren direkt auf den Schillerplatz gelaufen und nach 3 Jahren die man sich mit Corona behelfen musste, mit gestreamten Sitzungen, die man zu Hause im Wohnzimmer geguckt hat. Da haben sich die Fasnachtsvereine richtig viel einfallen lassen, aber es war dann doch nur ein Ersatz. Und das merkt man heute hier, dass die Leute richtig Lust haben, die Leute haben was nachzuholen. Und darüber möchte ich jetzt auch mit Petra sprechen, die ich gerade hier getroffen habe. Liebe Petra, jetzt geht die Mainzer Fasnacht wieder los. Was ist das für ein Gefühl nach dieser langen Durststrecke? Ja, es ist einfach wieder schön. Das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber uns Mainzer hält das auch nicht ab. Sehr gut. Wie geht's jetzt die nächsten Tage bei dir weiter? Was sind so die Highlights? Wie feierst du? Morgen Abend Sitzung gucken. Das ist Tradition. Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Das ist Tradition. Samstag Jugendmaskenzug, Sonntag eventuell finden den Zug und dann Rosenmontag. Ja, das ist doch schön. Dann ist der kleine Fasnachtsumzug von Mainz finden jetzt auch mal bei Tagesschau 24 genannt worden. Da freuen sich die Närrinnen und Narren. Und man merkt hier, die Stimmung ist gut, die Leute haben richtig Lust. Und was macht der Flamingo noch die kommenden Tage? Ich höre euch aus Hamburg nicht mehr, ich erzähle mal einfach weiter. Der große Höhepunkt hier der Mainzer Straßenfasnacht, der Mainzer Fasnacht, ist natürlich der Rosenmontagszug. In Mainz, das ist ja eher ein kleineres Städtchen, leben 220.000 Einwohner und zum Rosenmontagszug werden so 550.000 bis 600.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Also ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, was dann hier los sein wird. Ja. Und damit mit einem dreifach donnernden Hello zurück nach Hamburg. Ja, danke schön, nach Mainz.